Jetzt muss ich natürlich den Bürgermeister fragen, that's life. That's life. Eine tolle Show, also man hat gesehen, die Stimmung war ganz gewaltig und ich glaube, man kann stolz sein, weil diese Abos, die werden total gut angenommen. Die Abos werden gut angenommen, wir kennen die Afflenzer Broadway Big Band schon einige Jahre. Ich glaube 2017 waren sie das letzte Mal bei uns hier zu Gast im Rahmen des Kulturabos und heute wieder ein fulminantes Konzert. Hauch Vegas, gell, in Strasshof. Ja, aber es gibt ja nicht nur den Hauch Vegas in Strasshof. Wir hatten auch schon andere Programme von Ihnen, die wir hier präsentieren konnten, dem Publikum, und die sind immer sehr gut angekommen. Selbst auch Fan dieser Musik? Ich bin Fan von Big Band Musik überhaupt und ich durfte mir auch zu einem Geburtstag einmal die Big Band wünschen. Also Big Band Musik finde ich eine hervorragende Musik. Jetzt müssen wir natürlich fragen, wie geht es jetzt in Strasshof weiter? Jetzt ist das nächste Abo schon bald wieder fällig. Das nächste Abo ist im nächsten Monat fällig. Gitarrengruppe. Uli Beer ist hier einer davon und ich glaube zwei andere, die jetzt auswendig noch nicht so intus habe. Aber es geht hurtig weiter und das nächste Jahr ist im Wesentlichen fertig geplant, beschlossen im Gemeinderat und wird wieder ein tolles Programm werden. Dürfen wir schon auf die Stadtarena gratulieren? Fast. Warten wir mal die Beschlüsse ab. Die Stadterhebung ist zwar einmal vorab attestiert worden, dass wir die Kriterien erfüllen, aber warten wir die Beschlüsse ab und dann ist es soweit. Und bei uns wird feiern dann? Es wird einiges wieder natürlich zur Stadterhebung geben. Ja, also ich kann nur eins sagen, ich habe es zu meinem Bürgermeister schon gesagt, es hat so einen Hauch Las Vegas gehabt und Redback ist sicher da oben gesessen und hat zugeschaut, euch zugeprostet mit einem Glas Whisky, der Dean Martin wahrscheinlich gelegen, aber es war wirklich fantastisch. Und ja, gleich meine erste Frage, wie fühlt man sich so eine Frau unter so vielen Männern? Wunderbar. Also ich habe das Glück, dass ich ja fast immer alleine bin, aber ich freue mich über die Duettpartner, damit ich immer unterschiedliche habe, ist es natürlich toll und die Songs lieben wir alle. Absolut, absolut. Was ist da eher so die Richtung? Eher Monroe oder eher Nancy? Also eher, würde ich sagen, Liza Minnelli. Die liegt mir näher, sage ich jetzt einmal, aber auch Monroe, wunderbar. Ja. Ella Fitzgerald, unerreicht, wird es auch so bleiben wahrscheinlich. Lauter tolle Stimmen. Ja, wunderbar. Also ich fühle mich absolut wohl. Bevor wir zum Big Boss kommen, machen wir einmal bei den Sängern da weiter. Dich kennen wir schon. Danke. Also ich weniger Marilyn Monroe. Okay. Ja. Ist das deine Musik? Ja, ich meine, du hast verschiedene Richtungen, aber... Ja, aber die ist schon besonders spannend, interessant. Vor allem so mit so einer tollen Big Band im Hintergrund. Hat so einen Druck von hinten nach vorne. Das ist schon spannend. Es ist schön, wirklich wunderschön. Und so, da freut es einen umso mehr, das zu performen und mit so tolle... Mit einem tollen Kollegen, super Kollegen an der Seite, macht das Spaß. Und das Publikum war ja sehr gut aufgelegt und hat das wirklich toll honoriert. She was just Miss Jones to me. And I was a Miss Jones. You're a girl who understands. I'm a man who must be free. Wir haben gehört, da gibt es ein bisschen einen Heimvorteil, ausgenützt. Heimvorteil
Insofern, jein, weil ich bin Zugraster. Okay. Ich bin ja ursprünglich aus der Pöltener Gegend, aber die Liebe hat mich nach Weikendorf verschlagen. Von daher ja, Heimvorteil ja, aber halt nur örtlich bezogen. Nicht hier aufgewachsen. Macht nichts von der Zentralregion in schönem Hochfeld, kann ja, nicht gut. Genau, Spargel gute Spargelgegend, ja. Das ist die Musik, die Richtung, die eigene Richtung auch? Ja, also Swing komplett, auch mit meinem eigenen Programm, wo wir eigene Songs schreiben im deutschsprachigen Swing quasi. Also Swing ist einfach, seitdem ich aufgewachsen bin, klar war und dann größer geworden bin, der Swing hat mich immer irgendwo mitbegleitet. Wenn es Bluesig rennen, ne? Ja, Swing und Blues ist sehr eng verwandt, nur es ist halt einfach dann, sind doch zwei Strömungen entstanden und der Swing ist, liegt mir mehr. Blues ist cool, so Blues Brothers und dann die anderen, so John Lee Hook und so Sachen, das ist schon sehr, sehr, sehr lässig, aber der Swing, Sinatra, Dean Martin, die Musik, 60er Jahre, Big Band. Und als Sänger mit einer Big Band zu arbeiten, ist schon ein Privileg. Ja. Jetzt sind wir beim Schlagwort Big Band. Fantastisch, also dass diese Big Bands, also das ist ja noch eine relativ kleine Formation, weil die ganz Großen, die gibt es ja nicht mehr. Ja, die Großen gibt es schon, aber sie sind halt sehr schwer umsetzbar und finanzierbar. Ich sage immer, das ist bei uns eine Stageband und wir variieren zwischen 10 und 13 Musiker. Normalerweise ist die Big Band Größe 17. Wobei das schon immer allzu viel von der Größe her, aber der Sound ist da. Ne? Der Sound ist da, weil er eben angepasst worden ist von den Arrangeuren dementsprechend auf die geringere Besetzungsvariante. Jetzt den Chef einer Big Band zu fragen, was seine Lieblingsrichtung ist, ist schwer, ne? Naja, so schwer ist es nicht. Also ich komme aus dem Mainstream, mehr oder weniger, und mich hat jetzt nach einigen Jahren einmal interessiert, 1995 eine eigene Big Band zu gründen, nachdem ich bei vielen anderen Big Bands gespielt habe, und mich auf das Red Pack zu konzentrieren. Wir haben andere Projekte, auch interessante Projekte, wo eben auch der Florian Frühbeiß als Sänger mitwirkt, wo wir Streichorchester dabei gehabt haben oder Streichensemble dabei haben, mit größerer Big Band-Besetzung spielen. Tolle Sachen, ein Crossover von Klassik Richtung Swing. Also es gibt viele Varianten. Aber diese Macht der Musik bei einer Big Band ist etwas Herrliches, ne? Die ist herrlich, ja. Das bestätigt da jedes Mal jeder Sänger, jede Sängerin, die dann sagen, okay, das ist irgendwo halt die Orgel der Kirche, kann man sagen. Ihr habt da so viel Druck auf der Bühne gemacht, dass die ganze warme Luft bis zu uns nach hinten gegangen ist. Ja, wir hätten es umgekehrt auch gewünscht. Da muss ich sagen, recht herzlichen Dank. Es war wirklich ein absolutes musikalisches Erlebnis und die Leute haben es teilweise, wie gesagt, gesehen, mit ständigen Ovation gedankt, und das ist wirklich das beste Lob, was Künstlern passieren kann. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Wem haben wir hier getroffen? Kein Zufall, weil du bist eine Straßhoferin und Musik ist dein Leben, oder? Sollte ja freilich, klar, das ist einmal logisch. Und ich habe mir gedacht, also wenn ich noch eine Karte kriege, dann muss ich mir natürlich meinen lieben Kollegen, den Michi, anschauen und anhören und natürlich auch alle anderen, die da mitgemacht haben. Und ich muss sagen, es war wirklich, wirklich großartig. Also so eine Big Band, nein, die kann schon was. Ne? Es hat schon was, also ja, da ist ja, Energie dahinter. Ja, ja, ja. Und auch die Musikrichtung von der Zeit war ja auch nicht ohne. Ne? Ist ja voll meins. Also ich bin aufgewachsen mit dem, ich singe selber gern. Und deshalb, ja, das war ein Muss.
daher zu kommen. Habe ich gehört, wurde mir zugetragen, es gibt bald euch hier in Straßhof. Richtig. Uns gibt es am 6. Oktober im Nordbanktheater in Süberwald. Mhm. Da spiele ich mit dem LE-Quartett. Mhm. Machen wir Swing und Jazz aus den 1920er bis 1960er Jahren. Also ähnlich wie jetzt. Es sind viele Nummern dabei, die wir auch spielen, die ich auch singe. Ja, und da freuen wir uns schon drauf. Das erste Mal im Nordbahntheater, das ist ja jetzt übersiedelt von, mhm, da von Straßhof, ja, nach Silberwald zum Trappel. Ja, und schauen wir mal, was sich tut dann. Ja. Sind wir gespannt darauf und wir freuen uns, wenn wir euch besuchen dürfen. Ja, voll cool. Danke. Ihr kommt auch am 4. November, glaube ich. Natürlich, das ist dann da im Haus. Das ist dann da im Haus, da gibt es die Tanzveranstaltung. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Um Gottes Willen, aufgeschrieben habe ich immer so, wir werden schon kommen. Genau, Back to the 50s, genau. Rockabilly und da wird getanzt die halbe Nacht. Auch eine Musik, die ins Blut geht. Voll, na klar. Dann sage ich dir schon recht herzlichen Dank. Und danke euch. Bis bald. Bis bald. Ciao. And die.